Wir wollen uns heute auf die Suche machen nach dem Mogri-Wald. Und ja, mir ist mittlerweile auch aufgefallen, dass der kleine Mogri ja schon sehr genau immer versucht hat, immer nur auf dem Grasland herumzurennen. Vermutlich um solchen Monstern wie dem Sandkriecher zu entfliehen. Und nun sind wir im Mogridorf und ich glaube, hier haben wir nichts zu befürchten. Warum rennt ihr denn alle weg? Naja gut, so richtig toll kommen wir hier doch nicht an. Das finde ich ja fast ein bisschen schade. Pupo! Ja? Aber wo kamst du denn gerade hergeschossen? Verschlossen. Pupo? Ist das der kleine Mogri, der uns da überhaupt hingeführt hat? Ja, hier ist halt alles verschlossen. Pupo. Egal, wo wir hingehen, irgendwie wollen die Mogris nichts mit uns zu tun haben. Fast so, als wäre unsere kleine Heldentat hier nicht weiter kommuniziert worden. Aber okay, ja, wir haben euch gerne geholfen. Aber der da bleibt. Aber wie komme ich jetzt an den heran? Seht doch, es ist der Mogri, dem wir geholfen haben. Pupo, Pupo! Willst du dich bei uns bedanken? Ah, er öffnet seine Pforten. Und viele, viele Schätze sind dabei. Pupo! Ich glaube, er will uns sagen, dass wir uns nehmen können, was auch immer in den Kisten ist. Ein Äther erhalten, eine Phönixfeder, 10.000 Gil, ein Gil, ein Tänzermesser sowie eine Hütte. Super. Ja, super. Das ist sehr, sehr nett. Also, wir sind auch wieder ganz gut finanziell ausgerüstet. Aber das Tänzermesser, das will sich Bartz gleich mal schnappen. Wunderbar. Hoffen wir, dass es uns gute Dienste erweist. Kuku Popo. Hm? Was macht er denn jetzt? Was ist denn? Warum bist du so aufgeregt? Pupo! Was ist passiert? Mein Opa, er ist im Mogridorf. Mogris können telepathisch miteinander kommunizieren. So können sie selbst auf große Entfernungen in Kontakt miteinander stehen. Das Mogridorf ist ziemlich weit weg von hier. Ja, und der Winddrache ist zu erschöpft, um zu fliegen. Du willst? Ich verstehe. Ich danke dir. Er sagt, er könne fliegen. Bis zum Mogridorf und zurück würde seine Kraft reichen. Wenn wir ihm das zumuten können. Was ist hier los? Pupupupu. Hm? Nase? Wo ist der Mogriwald denn nun? Pupupu. Hm? Bei der Nase? Pupupu.
Triele. Opa. Wie habt ihr uns gefunden? Die Mogris haben uns gesagt, dass ihr hier seid. Opa, wir sollten schleunigst zurück zum Schloss. Und die Mogris winken uns zurück und können wir nun das überhaupt steuern? Nein, der Drache schwebt wirklich von selbst umher. Wir haben also auch keine Möglichkeit, hier noch irgendwie ein bisschen herumzusuchen. Ich bringe den Winddrachen zurück, damit er sich ausruhen kann, ja? König Garluf! Danke, dass ihr die Stellung gehalten habt, während ich weg war. König Garluf. Etwas Neues von Exdev? Seit Fertigstellung der Barriere ist keine Aktivität zu vermelden. Verstehe. Und unsere Truppen wurden fast komplett von den Monsterhorden ausgelöscht, die Exdev auf sie losgelassen hat. Es tut mir sehr leid, Euer Majestät. Wie? Was? Sie haben nie was davon gesagt, dass Sie ein König sind, und ich habe Sie die ganze Zeit für einen kauzigen alten Kerl gehalten. Naja, ich fand das nicht so wichtig. Die Überraschung ist Ihnen jedenfalls gut gelungen. Gute Arbeit, Männer. Ruht euch ein wenig aus. Jawohl, Euer Majestät. Bartz, was ist denn? Du schaust immer noch so verdutzt rein. Na, immerhin sind sie ein König. Da muss ich mich ja erstmal dran gewöhnen. Sag bloß, du findest, das steht mir nicht gut zu Gesicht. Wie bitte? War doch nur Spaß. Ich schätze, dann heißt es ab jetzt wohl König Garluf. Hört mal her. König hin oder her, ich bin euer Freund. Für euch bin ich einfach nur Garluf. Verstanden, Herr, einfach nur Garluf. Jetzt bloß nicht übermütig werden, Jungchen. Ja gut, damit sind wir also im Schloss von Garluf angekommen und sehen auch hier schon ein paar Truhen. Ein Heldencocktail erhalten, sowie einen Teleport. Wohl der erste überhaupt? Oder? Nee, doch nicht. Oder ist das ein Zauber? Das könnte natürlich auch sein. Lasst mal Weißmagie uns ansehen. Zeitmagie. Teleport teleportiert die Gruppe aus einem Verlies oder Kampf. Ja, sehr schön. Euer Majestät, vergesst nicht, den Teleportspruch mit euch zu nehmen. Ja, so viel dazu. Die Barriere blockiert die große Brücke vollständig. Ohne einen Winddrachen sehe ich keinen Weg, an das Schloss von Exdev heranzukommen. Da müssen wir wohl einen anderen finden. Und bevor wir hier rausgehen aus dem Schloss, gehen wir erst einmal nach oben in den zweiten Stock. Und scheinbar heißt das Schloss auch Schloss Baal. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen irritierend, weil Garluf wurde einmal mit Fürst Garluf angeredet
und ganz sicher nicht mit König. Das Fräulein Kriele ist so ein gutes Kind. Sie hat ein großes Herz, genau wie der König selbst auch. Ho-po-po-po. Das Fräulein Kriele kann mit diesem Mokri reden wie mit einem normalen Menschen. Eine erstaunliche Begabung. Ja? Sie scheint sehr empathisch zu sein. Und ich denke auch fast, dass wir irgendwann sie als einen Charakter ebenfalls bekommen. Weil sie hat eine gelbe Umrandung bei ihrem Sprechtext. Und meistens sind diese sehr spielbaren Charaktere auch immer farbig hinterlegt. Kriele? Der Winddrache, er liegt im Sterben. Was? Was ist passiert? Er hat sich zu viel abverlangt. Er war verwundet und hätte nicht mehr fliegen dürfen. Und trotzdem brachte er mich zu euch. Er hat sich geopfert, um uns zu retten. Gibt es denn keine Möglichkeit, ihm zu helfen? Wenn wir Drachengras hätten. Drachengras? Das würde seine Wunden heilen? Ja, aber gibt es das in dieser Welt überhaupt? Bei uns bauen Winddrachen ihre Nester in der Nähe von Drachengras. Wenn wir den Nestplatz eines Winddrachen aufsuchen, dann werden wir vielleicht auch hier fündig. Mal überlegen. Nun sagen Sie schon, wo müssen wir hin? Ja, im Winddrachental sollten wir wohl fündig werden. Aber niemand, der das Tal jemals betreten hat, ist je von dort zurückgekehrt. Dann werden wir eben die Ersten sein. Bartz! Das Winddrachental liegt nördlich des Schlosses, jenseits von Quelb, der Stadt der Werwölfe. Aber was ist mit den Monstern außerhalb der Städte? Es sind so furchtbar viele. Keine Sorge, das hat uns doch noch nie abgehalten. Wir sind darauf vorbereitet. So ist es. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Und wir werden mit dem Drachengras zurückkommen. Verlass dich drauf. Ja, wunderbar. Dann ist das ja geregelt. Viel Glück bei eurer Suche. Vielen Dank, werden wir schon irgendwie schaukeln. Ja gut, also wir haben bald Quelb auch vor uns, die Stadt der Werwölfe. Und da bin ich ein bisschen gespannt. Ich dachte ja immer, dass dieser einsame Wolf, der Taschendieb, der einzige Werwolf wäre. Aber da lag ich wohl falsch. Als König Garluf sich mittels des Meteoriten teleportierte, gab es einen Unfall. Er verlor sein Gedächtnis. Seine Waffen und seine Rüstung wurden dabei wahrscheinlich auch zerstört. Wenn wir Exef nicht bezwingen, wird er die Welt in Schutt und Asche legen. Okay, dann können wir hier auch raus. Und ich habe hier schon einen Laden in der Nähe gesehen, aber hier, da gibt es noch eine Treppe nach unten. Gilgamesch sei verflucht. Wegen ihm mussten unsere Truppen schwere Verluste einstecken. Ja, aber so heftig war der doch gar nicht. Schloss Baal kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Es birgt selbst für uns noch so manches Geheimnis. Ja, hier ist hundertprozentig noch eine geheime Waffe oder eine Beschwörung versteckt. Und ich kann hier abspeichern, ehrlich? Die Tür im Untergeschoss lässt sich nicht öffnen, egal was man versucht. Das werden wir ja sehen. Okay, vielleicht auch nicht. Ich wette, das wird schwer. Die Tür ist von innen verschlossen. Okay, aber wir können hier auf Gegner zugreifen. Wildnis, aber wir kriegen diese Tür momentan wohl auch nicht auf. Daher, ja, wir versuchen uns mal an diesen normalen Gegnern. Einfach nur um zu sehen, ob wir die irgendwie schon besiegen könnten. Und die haben auch schon Lenna gerade versteinert. Also bräuchten wir da wohl mal eine Goldnadel. Ah, die können auch nur einmal versteinern. Das ist schon mal gut zu wissen.
Für mehr reichen ihre Magiepunkte nicht aus. Verführerischer Tango? Was war das denn, Bart? Ach so, wegen dem Tänzermesser. Ich verstehe. Schön, schön. Ja, dann besiegen wir die nochmal ganz leger und dann gucken wir, was sich dadurch für uns vielleicht noch ergibt als, ja, kleine zusätzliche Sache, die wir hier so frei spielen können. Aber ja, Faris ist auch gerade schon durch einen sehr starken Angriff gestorben. Und ich habe das Gefühl, wenn das eine Bildnis weg ist, dann wird das andere umso aggressiver. Das sind ja sehr krasse Gestalten damit. Da muss ich mir was überlegen. Ich meine, ich kann jetzt natürlich hier immer wieder ein paar Phönixfedern ausspielen. Ich glaube, das macht mittlerweile auch finanziell nicht mehr so viel aus. Aber ja, heftig. Ja, wir haben gar nichts dafür bekommen. Na gut. Dann gehen wir hier mal raus. Okay. Und schauen uns noch die Außenwelt an, weil auch hier sind noch wenigstens ein paar Läden. König Garlof ist zurück. Jetzt weiß ich, dass alles wieder gut wird. Das Fräulein Kriele ist oben auf dem Turm und weint. Ja, da haben wir schon dafür gesorgt, dass es ihr besser geht. Wir werden ja nun auf eine neue Mission gehen. Kurz nach Krieles Geburt sind ihre Eltern losgezogen, um einen Winddrachen in der Glozianerwüste zu retten. Man hat nie wieder etwas von ihnen gehört. Sehr, sehr bitter. Willkommen, eine Übernachtung kostet 50 Gil. Ja, wir nehmen die einmal mit und danach gucken wir uns bei dem Gebrauchtwarenladen oder was auch immer das ist hier um. Nein, gebraucht natürlich nicht. Wir haben ja frische Tränke, wenn wir dort einkaufen. Das wird schon passen. Okay, auch hier gibt es High Potions. Davon kaufen wir mal, dass wir 20 Stück dabei haben, welche ein. 5 weitere Phönixfedern, eine weitere Goldnadel. Das passt soweit. Mal sehen, ob wir hier auch noch schöne Ausrüstung bekommen. Exdeths Schloss wird von einer äußerst starken Barriere geschützt. Wir kommen nicht einmal in seine Nähe. Und hier haben wir also Waffen. Davon haben wir genügend. Nö, wir sind wohl ganz gut ausgerüstet. Aber Verteidigung, können wir die verbessern? Aktuell schon, weil wir können uns 2x Gauntlets holen. Für Garlof und Lenna. Diese Zaubersprüche haben wir schon. Diese ebenfalls. Und auch hier sehe ich nichts Neues. Das hätte mich auch gewundert, wenn es plötzlich anders wird. Aber ja, da ist noch eine Truhe auf der anderen Seite. Da wollen wir natürlich hin. Da müssen wir scheinbar einige Treppen für steigen und eben auch diese weitere versteckte Treppe finden. Engelsrobe erhalten. Eine Robe, die vor Gift schützt. Ja, wer möchte die haben? Keiner? Ihr seid ja merkwürdig. Beim Optimieren von Ausrüstung werden ausschließlich die Attacke und Abwehrkraft der Gegenstände berücksichtigt. Eventuell vorhandene andere Eigenschaften bleiben außen vor. Accessoires wie der Elfenmantel oder die Goldhaarnadel werden also unter Umständen abgelegt. Es ist daher Vorsicht geboten. Ach, und hier ist ja noch ein Weg. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht die besten Angebote? Nur hier und heute. Wart's, du kleiner alberner Sack. Geh weg. Stör mich bloß nicht bei meiner Arbeit. Richtig so. Schäm dich und geh in die Ecke. Na gut, ich verteile ja eigentlich keine Geschenke, aber das ist für dich. Harfe der Lamia erhalten. Wow, jetzt werden wir für unser schlechtes Verhalten ja auch noch belohnt. Okay, wieder zurück.
Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so finden können. Klar, wir haben jetzt niemanden, der die Harfe spielt, aber ist ja trotzdem sehr, sehr nett, das schon mal dabei zu haben. Okay, da ist vielleicht oben noch jemand. Hextef hat unseren Männern schwer zugesetzt. Wir haben kaum noch Soldaten übrig. Ja, wir werden versuchen, euch zu rächen. Ach so, hier kann ich mich auch heilen, ne? Nee, doch nicht. Hä? Wo werde ich denn hier jetzt hingeführt? Ein weiterer Schalter? Habe ich gerade das Wasser abgelassen oder wie? Nee, wartet mal. Damit komme ich zurück, aber was befindet sich dann dort unten womöglich noch? Also das ist ja wirklich mal ein merkwürdiges Schloss. Das habe ich so hier auch noch nicht erlebt. Ja, nach unten, nach unten, nach unten. Dann unter die Brücke vermutlich durch. Ja, man kommt tatsächlich komplett auf die andere Seite. Da muss ich ja auch noch irgendwas verstecken. Oder? Im Wasser das große Schwert entdeckt. Ach herrje. Kommt man damit im zweiten Untergeschoss weiter und kann so die Tür öffnen? Aber dafür bin ich noch nicht stark genug. Ziemlich sicher. Das war ja vorhin schon so eine kleine Qual. Allein diese zwei Bildnisse zu besiegen, das lief ja wirklich nicht gut. Aber lasst uns mal bei den Gegenständen nachsehen, was denn bei der Beschreibung für das große Schwert steht. Ein Schwert mit gewaltiger Klinge. Ach so, das ist einfach nur eine Ausrüstung. Ja gut, dann kriegt die Galuf aktuell. Dann glaube ich fast doch nicht, dass wir damit da reinkommen. Aber ich schaue es mir einmal kurz an. Da war leider unten wirklich nichts mehr. Also ich bin auch nicht irgendwie einfach weitergekommen. Deswegen gehen wir nun in den Süden. Öffnet die Tore. Aber Eure Majestät, Ex-Death-Monster warten doch nur darauf. Wenn wir draußen sind, schließt die Tore und versiegelt sie. Aber Majestät, wenn wir das tun, werdet ihr das Schloss nicht mehr betreten können. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Wie, heißt das, ich komme hier nie wieder rein? Doch, wir gehen raus. Wir müssen ja irgendwann den Winddrachen heilen. Ich glaube, das ist nur temporär. Gut, nun schließt die Tore und versiegelt sie. Lasst niemanden hinein, unter keinen Umständen. Wie ihr wünscht. Seid vorsichtig, Euer Majestät. Eieieiei, hat ja nicht lang gedauert, bis Ex-Death-Schergen hier auftauchen. Macht euch bereit, es geht los. Ach je. Die kommen jetzt hierher und bekämpfen uns. Ja gut, das habe ich nicht so ganz gewusst, dass wir jetzt hier wieder Kämpfe haben. Dann würde ich sagen, machen wir heute noch diese Kämpfe einfach fertig und werden danach uns schon mal aufmachen zu dem Dorf der Werwölfe. Aber erst beim nächsten Mal dort auch wirklich reingehen und eben diese haarigen Viecherlein alle mal kennenlernen. Die haben zwar gesagt, im Norden soll sich das befinden, wenn ich nicht irre. Wir gucken uns aber trotzdem wenigstens ein bisschen heute schon mal um, bis wir eben vor dem Dorf der Werwölfe dann stehen. Und ja, Galufs neues Schwert macht auf jeden Fall gut etwas her, würde ich sagen. Aber alle sind recht gut ausgerüstet hier. So, da haben wir eine Höhle. Die Gillhöhle. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt doch schon einen Cut und beim nächsten Mal fangen wir mit der Gillhöhle an.
Das klingt sehr vielversprechend und womöglich verbirgt sich hier ein großer, großer Schatz. Bis zum nächsten Mal.